Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, sage ich mal, wenn man im Moment eine Serie hatte, wo wir 5 Spiele nicht gewonnen haben. Aber die Fans haben natürlich gesehen, dass wir Gas gegeben haben in den letzten Spielen. Und ja, die haben natürlich was zurückgegeben. Und dann haben wir einfach, ja, sage ich mal, einfach Gas gegeben und uns dann bei den Fans am Ende bedankt, weil es natürlich nicht selbstverständlich ist. Der Hunter macht Dampf und droht schon mit Prügel. Ja, jetzt wechseln wir. Wie stolz ist man darauf, dass man dann den Fans auch was zurückgeben kann mit so einer tollen Leistung? Es war ja wirklich auch ein super Spiel. Ihr müsst in der ersten Halbzeit schon wieder 2-0 führen, 3-0 führen vielleicht sogar, dass ihr euch dann damit auch belohnt habt? Ja, ist natürlich geil, weil ich fand es persönlich schon schön, da zu sein mit den Fans und diese Choreo anzuschauen, was sie alles machen. Und diese Leidenschaft hat uns, denke ich, als Mannschaft auch gut getan. Und das hat man auch gesehen, denke ich, auf dem Platz. Und das ist wichtig, wenn wir das bringen, ja, dann sind wir schwer zu schlagen. Und das hat man heute auch gesehen. Dieses Spiel muss man einfach gewinnen zu Hause. Haben wir gemacht. Und jetzt haben wir noch 3 schöne Spieler und die wollen wir auch alle gewinnen. Wie erleichternd war das? Also für mich sah das nach dem 1-0, der Ralle rennt quer über den ganzen Platz, alle zusammen auf einem Haufen und jubeln. War schon erleichternd, oder? Das 1-0. Ja, aber Ralle muss auch seine Kilometer machen, weil wir sehen immer, wie viel man läuft, ne? Also Ralle, die hat das schon mal 200, 300 Meter mehr mitgenommen. Aber nee, alle waren natürlich froh. Es war wichtig, dass wir so früh wie möglich das 1-0 schießen. Sicher haben wir das auch gesagt in Halbzeit, um in die zweite Halbzeit so schnell wie möglich das Tor zu machen. Und dann wird es auch leichter. Man muss nie ein bisschen mehr Risiko nehmen, um auch etwas zu erreichen. Und deswegen ja, war das ein super Spiel für uns.